Jo Leute, und damit willkommen zu Factorio mit Flash. Mit Zenos, hallo! Da hallo. Musst du mir jetzt raten, was für ein Spiel wir haben. Nee, ich bin gerade zu blöd, eine Ansage zu machen. Ja, na gut, das ist keine ja Ahnung Neues. Warum. Und irgendwie war ich voll übersteuert dabei. Willkommen! Hallo! Na? Hallo! Hallo. Na? Ja, die besten Ansagen ever. Und es wird jetzt richtig lustig. Zentos hat noch keine Ahnung von diesem Spiel, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, hab ich auch nicht. Und wir bringen ihn jetzt da ein bisschen durch. Aber nur ein bisschen. Hoffen ein bisschen. Mal. Gegner waren an, ne? Ich hab doch nichts eingestellt. Ich konnte doch nichts einstellen. Dann sind die auf jeden Fall an. Das ist schon mal fein. Muss ich dir was beibringen zum Anfang? Oder darf ich einfach loslegen? Mach einfach. Okay. Dann kann ich brauche jetzt Bäume. Bäume. Wofür brauchst du erstmal Bäume? Bäume für Kisten. Wenn du zum Beispiel E drückst, dann hast du in dem dritten Reiter, hast du zum Beispiel da Holz. Ne? Und in dem ersten hast du da halt eine Holzkiste. Und was du am Anfang bauen solltest, ist zumindest eine Spitzhacke. Ich mache immer beide. Kannst halt mit Rechtsklick machen oder mit Linksklick. Je nachdem, wie viel du brauchst. Links gibt man eine Einheit und mit rechts gibt man halt die komplette Anzahl, die da dran steht. Achso, du hast ja schon Eisen im Inventar, deswegen kannst genau, du auch Spitzhacken. Genau, deswegen schon. Deswegen hat man das schon. Haben wir überhaupt Holz irgendwo? Jo, da bin ich gerade runtergelaufen. Ein bisschen schräg so. Ist das. Mit rechts kannst du dann abbauen. Hab ich schon gemerkt eben. So, dann starten wir jetzt eigentlich schon so langsam in die erste Automatisierung. In die erste. Ja. Du hast halt so einen Erzbeförderer, ne? Den musst du halt Kohle befeuern. Und deswegen habe ich die Holzkiste halt schon, dass der da halt automatisch in die Kiste da reinfeuert. Sonst liegt halt immer nur einer auf dem Boden und das war's dann. Weiter ein bisschen was rein. In der Zeit glaube ich ein bisschen Eisen. Schon fühlt sich an wie Minecraft. Ein bisschen, ne? Aber die Items hattest du auch im Inventar, ne? Die Start-Items? Ja. Also ein bisschen so vor sich hin kloppen. Ich hätte halt echt beknackt, wenn wir beide das zeitmäßig machen. Wieso? Wie kommst du da drauf? Und man sieht sogar so, wie viel Eisen die da abbaut. Ja, ich sehe es halt. Sollte gleich auch reichen. Oh, ich muss diese Effekteinstellung mal leiser machen. Das ist geil, ne? Ja. Das ist schon richtig annoying Sound. War schon besser. Oh, den Alarm war ich mal ein bisschen höher. Sicher. Hab ich auch. Ist relativ laut. Schmeißen wir schon mal den ersten Ofen an und brennen uns mal die ersten Eisenplatten. Mit Eisenplatten können wir gleich schon den ersten Roboter bauen. Genau so sieht es nämlich aus. Zack. Ja. Der befeuert sich jetzt selber. Das ist halt noch ein befeuerter Greifarm und der schmeißt dann halt immer nach und nach Kohle da rein. Aber die Dinger. Was? Ein bisschen kenne ich das ja. Also das Minimalste, was im Ofen drin bleiben kann und was er halt nimmt, ist 5. Danach macht er halt immer nach und nach. Ich weiß, was rein. Wie gesagt, so ein bisschen kenne ich das ja. Dann ist das ja gut. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe da ja bei mir jemanden im Stream zugeguckt. Okay, du baust jetzt. Rechts davon oder links davon? Nee, was willst du jetzt? Jetzt hier rechts steht. Ich hab den da erstmal hingestellt. Okay. Also kann ich zur Not räumen. So machen. Kann doch so machen.
Ach so, du meinst wegen rübergreifen und dann rein Genau. da, ne? Weil er jetzt zum Beispiel jetzt befeuert er, damit ich halt nicht mehr diesen hier diesen Bohrer befeuern muss. Wenn er keine Kohle mehr hat, macht das jetzt halt Ja, Minecraft. automatisch, das Genau. weiß ich. Damit ich mich halt da Dann nicht mehr nimmt er drüber sich das und kümmern dann. muss. Genau sieht's aus. Jetzt kann man halt die Kohle ein bisschen laufen lassen. In der gleichen Zeit suche ich dann schon wieder ein bisschen Eisen. Warte mal. Eigentlich könnte ich ja den soweit erstmal Eisen abbauen lassen, oder nicht? Genau, weil Kohle macht er ja gerade. So, wie ist das mit dem Drehen? Eher. Also ich habe eher als Rotation. Ja. Habt ihr schon eine Kiste hingestellt? Hm? Ich hatte schon eine Kiste. Ich habe mich gerade schon gewundert, du Sack, ey. Nein, nein, ich hatte 4 Kisten schon produziert. Ja, am Anfang immer so ein paar Kisten. Nachher wechselt es ja eh wieder aus in den Eisen und dann in den Stahlkisten. Also ich brauche ein paar Steine. Steine haben wir auch. Deswegen bin Ja. ich jetzt gerade hier oben hingegangen. Weil unten, wo wir waren, war jetzt halt nicht so alles ziemlich nah. Klar, Kupfer ist ziemlich nah gewesen, aber hier haben wir Kohle und Eisen relativ nah, dass wir halt schon mal Eisen automatisieren könnten. Könnten. Wir hätten uns auch an einem Platz suchen können, aber hier ist wegen Strom, wegen dem Wasser eigentlich Ja gut, das ist ja generell nicht so. besser, ne? Wasserstellen findest du eigentlich relativ schnell. Ja, gut. Brauche ich noch Eisen? Okay. Kann ich eigentlich aussammeln? F. Du kannst auch hier aus der Kiste rausnehmen. Nehmen wir aus der Kiste raus. Das, da sind doch genug drin. Kann ich auch, ja und? Ja, man könnte jetzt zum Beispiel hier jetzt sagen, okay, du hast jetzt deinen Ofen da unten, den könnte man jetzt hier unten hinstellen und könnte noch einen Greifarm wieder da hinsetzen. Oder man setzt jetzt hier oben hin noch einen weiteren Greifarm. Ich muss das mal gucken damit. Du kannst mit Rechtsklick kannst du auch die Sachen halbieren, wenn du nur die Hälfte davon brauchst. Okay. Das ist gut, wenn man jemanden hat, der sich damit auskennt. Ja, ich habe auch einen Plan irgendwo. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist von meiner alten Map. Da gibt es sogar eine Automatisierung, beziehungsweise eine beste Automatisierung, wie man die Öfen aufstellt nachher. Okay. Hat ein bisschen Langeweile. Also wie immer. Was ging eigentlich? Oh, das hier ist jetzt erstmal der Anfang vom Ende. Jetzt kloppt man sich einfach so ein Was bisschen. hattest du hier jetzt vor, warum du hier noch einen Ofen hingestellt hast? Wird ja gleich ein bisschen doppelt produziert. Weil die brauchen halt relativ lange noch, bis sie halt mit allem fertig sind. Wenn es gleich mal ein bisschen losgeht, ist das ja gar nicht so schlimm, wenn wir noch einen Ofen haben. Ups. Oder ich verfeuere gleich. War falsch rum. Was denn? Alles gut. Nehmen wir mit. Eisen aus. 2. Keine Kohle mehr. Könntest jetzt natürlich auch jetzt hier diese Förderbänder, die du hast schon, kannst du natürlich auch schon da dran setzen. Ja, Ist halt ein bisschen so. das hatte ich auch schon vor. Jetzt muss ich kurz meinen Ofen Deswegen hatte ich ja eben schon Eisen gemacht. hier oben sitzen. Greifarm kriegst du ein bisschen mehr Kohle. Kann man jetzt schon. Na, man könnte jetzt schon mal anfangen, jetzt schon Steinziegel brennen mit den Steinen, die wir haben, aber das lohnt sich doch nicht. Das ist nachher für Mauerbau ganz gut und Betonbau. Okay. Wenn jetzt halt die Gegner kommen, dass halt deine Außenposten, die du halt mit Zügen verbindest, dann wirklich dann auch sicherst. Weil jetzt, wenn du zum Beispiel M drückst, ne, dann siehst du jetzt so eine orange Wolken, die sich so immer so ein bisschen bewegen von den Chunks her, sag ich mal, ne? Kann sein. Guck da gerade nicht wirklich. Und das ist halt unsere
Verschmutzung. Ach ja. Die halt nach und Davon nach. habe ich auch schon gehört. Nach und nach unsere Viecher anlocken, beziehungsweise die Nester dann aktivieren. Ah. No, jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir keine Kohle, aber das lösen wir gleich, das Problem. Gut, Cola haben wir ja gerade noch ein bisschen. Ich schnapp mir die mal. So ein bisschen davon. Guck gerade mal, wie wir das am schlauesten machen. Dass wir beide dran kriegen. Ja gut, im Endeffekt brauchen wir keine Kohlezufuhr machen. Wir sind fast schon wieder da auf der Ebene, dass wir auf Strom kommen. Müssen sie halt per Hand ein bisschen befeuern. Eingreifarm brauche ich. Dass bei beiden lang geht, ja. Weil die Idee hatte ich nämlich auch schon. Zack. So, das haben wir. Schmeißen. Kohle befördert da rein, wenn was drin ist. Ja, kann das, können wir noch einen? Ne, wir können keinen rüber mehr. So. Ich keinen mehr rübersetzen kann bei mir. Jetzt hätte ich gesagt, setzen wir einfach eine Kiste in der Mitte rein. Ja, der schmeißt schon mal Kohle ein bisschen rein. Er füllt halt bis jetzt bis 100 auf im Ofen, dann geht er automatisch aus. Ja. Das wäre jetzt auch unsere Automatisierung zum Anfang her. Jetzt warte mal eigentlich genug, bis du wirklich genug Eisen hast, damit du halt diese Dampfmaschine bauen kannst zum Anfang. Ja, man macht eh zu Anfang, dass man sich so das baut, dass man was hat und dann später halt alles ordentlich, ne? Genau. Machst du auch so eine Busse dann? Hm? So eine Busse? Wie, also dieses Bussystem? Mhm. Nö, Roboter. Ja, Vorroboter meinte ich. Gar nicht. Warte, bis ich die Roboter hab. Okay. Weil man lernt irgendwie so nach und nach immer irgendwann auswendig, wie du am besten alles platzierst. Ja, das ist klar. Wie viele Spielstunden hast du? 173. Und ich habe mit 0 angefangen. Ich habe halt den Livestream von Gronkh geguckt, wo er Factorio wieder richtig angefangen hat. Das Spiel habe ich auch schon 4-mal beendet, deswegen. Jetzt kam halt Uran noch dazu, was eigentlich ziemlich interessant ist. Da habe ich halt richtig Bock drauf bekommen. Ich hole mir gerade ein bisschen Stein, ne? Oh, ich habe keine Spitzhacke mehr. Unten rechts hast du halt dein Menü, was du mit Tab ändern kannst, wenn du mehrere Waffen hast. Da unten kannst du halt Spitzhacke ein bisschen reinpacken, eine Rüstung kannst du noch reinpacken. Und du auf den Switch halt mit Tab. Ein Tab? Na gut, du hast ja jetzt keine zweite Waffe, jetzt hast du nur die Pistole mit den 10. Magazin, aber später hast du halt eine Shotgun und Flammenwerfer oder sowas. Ach so. Ich habe eh immer noch keine Ahnung, wie man schießt. Kannst du, glaube ich, auch einstellen. Tastenbelegung. Auf ausgewähltes Ziel schießen. Das ist rechte Seite ungefähr die Mitte. Kannst halt damit ballern. Ach da, mit C. Was ist das denn für eine scheiß Taste? Was? Ich hab's zum Beispiel auf einer Maus, das legen wir jetzt halt. Oh nein, geh weg. Ist das ein Baum angeschossen? Er kann nichts dafür. Hallo. Getan. Ach ja, doch. So mitten im Fight, so beide sterben, weil sie sich gegenseitig angeschossen haben. Das kann halt wieder lustig werden mit uns beiden. Das kann wieder
wieder nur chaotisch werden. Stein, ich brauche einen Ofen, da haben wir einen. Kriege ich noch einen Greifer, kriege ich. So, Ofen hast du gemacht dafür? Ja, ich habe jetzt was, habe jetzt noch eine andere Sache mir geholt. Und zwar Kupfer. Aha. Auf jeden Fall mit Kupfer auf die Automatisierung kommen für den Dampfofen, beziehungsweise für die Pumpe als erstes. Ach ja, gut. Ich fuchse mich so ein bisschen langsam rein gerade. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man so ein bisschen... Deswegen ist das so ein bisschen katastrophal, dass ich immer zwischendurch einfach stehen bleibe und nichts mache. Nein, nein, das ist normal bei Faktoren. Manchmal stehst du auch so an den Maschinen und guckst einfach so, wie das gerade läuft. Und wenn irgendwo wieder Probleme gibt, zum Beispiel Eisenplatten, wirst du nachher ein Problem haben. Es brauchen da so viele Dinge Eisenplatten, so Zahnräder. Ich weiß. Eisen brauchst du halt richtig viel. Ich hab, wie gesagt, ich hab das gesehen bei Gronkh. Dann stehst mit da einmal Eisenmangel. Ja. Das war so geil. Und du weißt auch nicht, was du machen sollst, dann hast du ein Problem. Und wieso hattest du jetzt eigentlich auf automatisiert gemacht? Genau, bei Forschen automatisieren, kriegen A die Greifarme die lang, dass sie halt über zwei Bahnen greifen können, beziehungsweise über die zweite Bahn greifen können. Und ja, halt den, kenn ich ja. Die Montagemaschine macht halt zum Beispiel, dass wir jetzt zum Beispiel die Förderbänder nicht mehr craften müssten, sondern uns schon mal die erste Automatisierung machen könnten. Yeah. Wir hätten auch... Was die wir Dinge kenne ich genauso. Was wir machen könnten ist, wir machen halt Logistik, wären halt Untergrundfließbänder, schnellere Arme und halt Teilerfließband. Das ja. Eins von den beiden machst du eben als erstes. Wir müssen halt generell gucken, was immer am besten ist, ne? Genau. Ist das schau ich mal gerade mal, wie der Platz aussieht, dass man vielleicht schon sagt, okay. Ach du, eine Herstellung kriegst du 5 Öfen? Nee, du hast jetzt genauso viel Stein für 5 Öfen im Inventar. Und die kleine Zahl sagt immer an, wie viel du von diesem herstellen kannst, von dem Material. Aha. Ach so. Mehr ist das nicht. Davon noch welche her. Da vielleicht noch welche. Kannst du die Öfen beim Platz hier nicht drehen oder so? Kannst du schon, lohnt sie aber nicht. Schau ich mal gerade, wie es am schlausten wäre. Am schlausten. Komme ich an die Kohle? Ah, Problem gefunden. Ich mach gerade mal Stein, ne? Kannst du ruhig machen, schon mal. So. Schon mal ganz gut, kann man ja immer gebrauchen. Dann kümmere ich mich vielleicht schon mal um das. Warum braucht man eigentlich schon für den Befeuerer Eisenzahnräder? Damit halt der Bohrer halt nach unten geht. Vielleicht damit? Ah, wir brauchen hier erstmal einen neuen Eisenzahnräder. Jetzt gucken wir mal. Ich sollte da erstmal eine Kiste dran machen. Da ist der Ausgang. Ich bin ein Trottel. Ja. Machen wir das. Einmal so, okay. Dann macht er das schon mal weiter, außer wenn er gerade wieder keine Kohle hat. Komm, ich feuer erstmal mein Holz weg. Was machst du da? Ich werde hier schon mal den ersten Stromzufuhr gleich bauen für uns. Aber hier? Ja, ist, wir müssen halt gucken, dass wir halt die. Oh, die Pumpe. Weißt du, was ich hier nämlich gerade vorhatte? Du kriegst kein Problem. Wir kriegen gleich hier Untergrundbänder. Warte. Keine Angst. Du brauchst keine Angst haben. Nee. Du hast hier gleich Platz. Siehst du? Okay, danke. Kein Problem.
damit halt schon Weil mal. ich hatte mir nicht hier vor, Steingrad zu fördern. Okay. Ja, macht ja nichts. Ist ja kein Problem. Deswegen gibt es ja Aber das ist. diese Tunnel dafür extra. Das ist praktisch, dass du die Dinge abbauen kannst, ohne irgendwie Ressourcen zu verlieren. Genau. Soll ja auch eigentlich so sein. Auch kein Material mehr, das ist natürlich klar. Ich glaube, ich mach das mal so. Natürlich kümmere ich halt zum ersten Mal um Strom. Wäre so am besten. Kann ich den sogar noch einen näher dran bauen? Platz hast du hier, damit du mit einem durchkommst? Ja. Ja gut, ich wollte aber jetzt die Kohle nicht zudecken. Dann kannst du da noch mal ein bisschen anders bauen. Kannst du. Warte mal, wenn. Ja, gut. Nee, du kannst ruhig zudecken, das macht nichts. Das ist nicht so schlimm. Du kannst ja zum Beispiel neben jetzt, was ich hier, das ist jetzt hier schon elektronischer Erzförderer, hast du ja zum Beispiel, wenn du mal mit der Maus drüber gehst, siehst du ja so einen grünen Rand. Und das baut er halt ab. Ob da jetzt ein Fließband über den grünen Rand ist, ist dem egal. Ja gut, stimmt ja, da war ja irgendwas. Das macht dem nichts. Jetzt fehlt nur noch das. Ja, aber ein elektronischer würde ich ja auch schon lohnen, ne? Alles schon funktionieren. Ich mache das jetzt nämlich einmal, dass einmal ein bisschen Krach kommt. Deswegen hattest du Kupfer gemacht. Zack. Genau, wegen den elektronischen Schaltkreisen. Was du jetzt halt machen könntest, wenn du jetzt zum Beispiel Steine brennen willst, du könntest jetzt halt, der füllt sich jetzt gleich automatisch auf, der wird jetzt gleich zu viel Kohle produzieren. Nimmst den Greifarm und kannst halt das rüber fördern. Dafür. Das kann ich auch machen. Und so geht Mach das das halt die Ding ganze Zeit einmal immer so. weiter. Schon mal ein paar Stromleitungen oben hin, und ich vermute mal, dass wir gleich Ja, alles. das ist, wenn du das echt das erste Mal machst, Dann voll. wird es echt, dann wird es schon echt Hammer, ne? So. Dann sitzt du auch Mein davor und so, Gehirn. was macht denn der da? Mein Gehirn. Hat's gleich. Alles schon. Schon ein bisschen kurios dann immer. Auch ein bisschen Kohle noch. Ein bisschen musst du noch arbeiten hier, elektronischer Erzförderer. Leider nicht anders. Ja gut, du hättest jetzt auch sagen können, okay, du nimmst halt die Kohle von mir ab und baust den Ofen da in dieses Loch rein. Dann hättest du die Fließbänder sparen können. Ich hab doch hier Ofen stehen. Na gut. Item gehen ja nicht verloren, das ist ja nicht so schlimm. Kann ja den anderen Ofen trotzdem nutzen jetzt für Steinern halt, ne? Ja klar. Den du da hingestellt hast. Ich bin ein Trödel. Das bist du immer. Jetzt bin ich ein Super Trödel. Muss ich den mal ändern. Lass ihn einfach arbeiten. Ach, das brauchen wir momentan noch nicht automatisch machen. Was denn? Ich möchte es denn automatisch. Ja, alles gut. Na, ich mache halt, dass es zumindest hier automatisierte nach und nach. Wenn du zum Beispiel Items außen und unten aus der Leiste hauen willst, kannst du auch Shift-Links klicken machen. Dann verschwinden halt die Items oben in dein E-Menü, wenn du so. Damit das nachher nicht voll ist. Das ist nachher 80 Milliarden Items da drin. Elektronischer Erzförderer, den brauchen wir noch einmal.
sagen, größte Fläche nutzen. Lassen wir ihn mal laufen. Hui. Hui. Ich hab einen Schaden. So wie immer. Aber nicht so einen großen Schaden wie du. Lügt doch nicht. Mach ich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Dankeschön. So, da kostet der auch schon mal keine Kohle mehr. Denn ist meine Belastung immer noch größer geworden. Ja. Ja, richtig geil, wenn du nachher auf der Karte guckst, die ganze Umweltbelastung, die du so produzierst. Kohle drin. Brauche ich noch kein Mensch. Warum schmeißt der denn aufs Förderband Kohle? Das frage ich mich gerade auch. Warum der das nicht so macht, wie er soll. Wo nimmt er hier raus? Von vorne, ne? Genau, hier wo dieser Trötan ist. Weil er jedes Mal Kohle rausnimmt. Kann es sein, dass du den Greifer umgedreht hast? Hat die vielleicht falsch rum reingesetzt? Also Kohle, also Stein produziert er auf jeden Fall, weil hier liegt Stein auf dem Boden. Du brauchst ja einem Erzbeförderer musst du keinen Greifarm zuweisen. Da reicht ein Förderband oder eine Kiste davor. Okay. Ein Greifarm braucht er nicht extra. Aha. Du müsstest halt nur einen Greifarm machen, dass er halt von dieser Kiste hier, die hier gerade ist, halt Kohle zufördert. Mhm. Mehr braucht er nicht. In dem lustigen Bereich. Ach, Kupfer. Kupfer. Hab ich noch. Hol ich nur ein bisschen Kohle mit. Zieht er hier bestimmt. Die Greifarme befinden. Befüttern sich auch immer selbst, ne? Genau, die befeuerten, ja. Ja, und die anderen sind dann halt elektronisch dann irgendwann. Ja. Muss halt eine Quelle sein, wo der halt Kohle rauskriegt auch von dem Befeuerten. Mhm. Jetzt wie halt die Kiste hier oder so. Oder halt ein Förderband direkt daneben. Dann macht er das automatisch. Wenn man echt noch keine Ahnung davon hat, ne? Macht doch nichts. Das Feld ist ja näher. Ist ja egal. Das scheint Schnuppe zu sein. Was haben wir denn hier noch ringsrum überhaupt? Uran, Öl. Wälder sowieso, da brauchst du ja auch klar wegen Holz. Wasser. Was halt so wichtig ist, dass du halt guckst, wie viel Eisen, wo du Eisen ziemlich nah hast. Aber wir haben jetzt noch eine 1,3 Millionen in der Nähe. Das ist nichts da unten. 74.000 noch da, noch ein bisschen. Hier unten haben wir nochmal einen Stein. Na gut, Stein brauchst du halt wirklich nachher noch zum Ende. Hier haben wir Kupfer. Ich stehe auch, wenn du auf der Map guckst, stehe ich auch schon bei Kupfer wieder. Ich sammle halt gerade ein bisschen was ein. Bist du denn da? In einer Kupfermine gewesen. Ach, da hinten? Was soll halt schon mal mit Erzbeförderer. Ja, hier drüben ist nämlich noch mehr. Ja. Na gut, hier ist auch nochmal Eisen runter, ne? Deswegen ist es
ist schon mal ganz nett, dass wir so ziemlich alles nah haben. Kleinen Strommäste. Na, aber jetzt echt lustig mit dem großen. So, mal gucken, ob das Kupfer für dich ist und dann geht eigentlich so